Sodla. Und mal wieder. Nach einem kleinen. Nach einer kleinen Pause, die einfach sein musste. Ja. Dann. Ja, und er muss jetzt was schreiben. Ist ein bisschen. Wow. Kopftreffer hätte ich jetzt gar nicht machen müssen, aber okay. Wollte ich eigentlich auch gar nicht. Wieso flattert hier alles? Die Scheiben sind zu. Wieso flattert alles? Die Scheiben sind zu. Ich glaube, ich hier gerade Merlin, der die Seiten rumfliegen lässt. Du kennst doch noch von damals. Okay, es hört sich jetzt ein bisschen pussymäßig an. Aber das ist so ein ganz klassischer Film, den die meisten Battlefield-Spiele wahrscheinlich nicht mögen. So. Habe ich es vollständig jetzt. Was hast du vollständig? Jetzt habe ich 50 Pets von 50. Ach so, ja, er spielt, glaube ich, gerade Guild Wars, oder? Ja, Guild Wars. Red nicht drüber. Wahrscheinlich gucken uns gerade die Battlefield-Spieler zu, die verstehen nichts. Die verstehen nicht im Allgemeinen nichts. Ich meine nur, sie verstehen davon jetzt nichts. So gut. Ja, ihr versteht hiervon nichts. Dafür müsst ihr erstmal auf meine ganze Gestärke kommen, Scherz. Alter! Mobb die armen Battlefield-Fans nicht. Was hab ich denn da alles getan? Ich hab schon Serious Sam 2 auf Serious gespielt, das müsst ihr erstmal hinkriegen. Ja, jetzt hab ich aber reichlich übertrieben hier, ne? Ja. Du hast den Keks abgeschossen. Du hast den Keks abgeschossen. Es war aber ein unschuldiger Keks. Oder war es ein unschuldiger Keks? Das können wir nicht feststellen, denn es ist kein Lebewesen. Wow. Ein Hoch auf die Logik. Was? Genau. So ist richtig. Anscheinend hat sie gerade vergessen, wie man stirbt und sich daran aber gleich erinnert. Das ist laut gemacht. Oh, wie war das nochmal mit der Animation? Oh, da ist sie ja. Warum schießt er auf die Bänke? Die Bänke haben euch nichts getan. Die Gegner sind hier voll gerade versessen auf die Bänke. Ich sehe sie nicht mal. Wo sind sie? Ich mag dich, ich geh da weg. Wow. Ich habe mich gerade hinter einer Glaswand versteckt, okay? Hinter einer wahrscheinlich gesicherten Glaswand. Und hier, jetzt verstecke ich mich da hinter den Stoffbänken und die schützen mich anstatt der Glaswand. Stoffbänke, sie retten dein Leben. Ein Hoch auf die Stoffbänke. So, das ist nur ein Tiger, so ein Steintiger habe ich gerade angeschossen anstatt ein Gegner. Oh je. Wieso? Mich nervt das langsam echt, ey. Ich meine, ich sehe nicht, wo die Gegner sind. Blind bin ich jetzt wohl auch nicht. Ja, wir werden gleich die Aufnahme. Ich bin müde. Es ist schon spät. Was? Ich habe ihn gerade an den Kopf geschossen und er hat nichts bemerkt. Er läuft einfach runter. Er läuft einfach weiter, als wäre nichts passiert. Der wird anscheinend von vielen Leuten schlecht behandelt. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz. Ein bisschen Spaß muss sein. Nee. Du ringelst dich wieder, wenn du die Aufnahme ansiehst und dann sagst du, oh, das ist mein geiler Kommentar. Das kann nicht auch sein. Ah, Alter. War ich zu laut? Nein. War ich zu leise? Nein. Du warst zu mittellaut. Zu mittellaut? Mhm. Aha. Das hast du verdient. Steintiger. Mach mir nicht böses. Oh, haben die. Was? Wie
Wieso setzen die einem Restaurant Granaten ein? Eigentlich muss das Restaurant zusammenfallen, aber nein. Kohls Boden ist anscheinend granatenresistent. Ein Hoch auf Holzbild. Holz, das Holz der Tuch. Ich möchte denen doch nur ein paar Denkanstöße verpassen, damit die realisieren, was sie davon haben. Jetzt sage ich einfach ganz mal in Ruhe, na, Granate hier. Weiter nach. Oh nein, nein, nein. Oh, kann ich auch gleich hier unten bleiben. Ich bin granatenresistent hier. Ich habe mir Granatenresistenz gekauft. Im imaginären Shop. Den gibt's hier in Battlefield, den imaginären Shop. Alle so Psychos. Ich weiß nicht mal, wo die Gegner sind. Oh, da sind sie. Ich bin gerade im Gegnernest reingelaufen. Wie ich sterbe jetzt, wie ich sterbe. Dann wird's was. Hier hat gerade ein Verbündeter gesagt, könnten wir bitte aufhören, uns beschießen zu lassen. Ich meine Leute, Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Habt ihr wirklich gedacht, das wäre so ein... Hat er diesmal eine Höflichkeitsanrede verwendet? Wirklich? Bitte? Ja? Also ich würde sagen, nur Scheiße und so ein Zeug. Oh mein Gott, sie haben gegen die erste Regel von Battlefield verstoßen. Man darf keine Höflichkeit zeigen. Ja, man muss den Leuten immer schön was in die Fresse geben. Oh, leck mich. So eine kleine Glaswand ist schrotflintenresistent jetzt. Also Sniper Rifle übersteht das dann auch noch, oder wie jetzt? Ja, anscheinend. Ich weiß nicht mal, was ich gerade tun soll. Soll ich ihm helfen? Anscheinend nicht. Es sind keine Gegner hier, du brauchst nicht mehr verstecken. Ja, in welche Position? Ich soll in Position gehen, sagen sie, aber sie sagen mir nicht wo. Da haben die ja gut nachgedacht. Ja.